Was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Heute mal mit einem Review-Video zu dem neuen Booster-Set, den New Challengers. Ihr habt wahrscheinlich schon überall diese Top-10-Listen gesehen. Deswegen wollte ich euch mal heute was anderes bringen, und zwar ein kleines Review. So ein kleiner Überblick über die ganzen Karten und so, was alles drin ist. Und werde halt auch über andere Karten reden, die Potenzial haben. Und halt nicht nur über die Top-10, die eh fast immer gleich sind. Aber falls ihr noch Bock habt, euch ein Top 10 Video anzuschauen, kann ich euch das Video von meinem Kumpel von Team Ragnarok 2011 vorschlagen. Link wird irgendwo sein. Ich weiß noch nicht wo. Der hat eine ganz gute Liste gemacht mit ein paar interessanten Karten. Da könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen. Ja, fangen wir mal an mit den Commons. Es sind 48 Commons in dem Set. Neue Themendecks oder Archetypes, wie auch immer. Aber nichts Besonderes, also von den Commons her. Archetype-mäßig. Gibt es halt Fluffles, aka Kuscheltiere, die können halt nichts, und Heavy Samurai, oder wie die heißen, die können eigentlich auch noch nichts. Also von den brauchbaren Commons haben wir als erstes Satella Knight Prokion. Sein Effekt ist, wenn er beschworen wird, kannst du eine Karte discarden, um dann eine Karte zu ziehen. Das bringt halt dem Satella Deck noch mehr Konstanz, das Deck ist eh schon krass konstant, mit der Karte eben noch mehr. Also bin gespannt, ob die Karte gespielt wird und falls ja, dann wie oft. Als nächstes Satella Knight Betai Geuse, stranger Name. Auf jeden Fall kannst du ihn auf den Friedhof legen, um dann eine Satella Knight Karte vom Grave zurück auf die Hand zu nehmen. Das ist ein schlechter Effekt, damit kann man halt Alpha wiederholen. Und wie man halt schon bemerkt, ist das Deck halt super konstant. Und sowas hat genau gefehlt, um halt die Powerkarte Alpha wieder zurückzuholen. Jetzt fehlt halt nur noch eine Karte, um Alpha zu searchen oder direkt aus dem Deck zu setzen, und dann ist das Deck über. Als nächstes haben wir Shadow Hound. Wenn er geflippt wird, kannst du eine Shadow-Karte zurück auf die Hand nehmen vom Grave. Und falls er auf den Grave gelegt wird, kannst du die Kampfposition ändern. Also der zweite Effekt ist absolut Müll. Der erste Effekt ist nicht schlecht, also könnte gespielt werden. Als nächstes haben wir eine meiner Meinung nach sehr interessante Karte, und zwar Urhund. In der Main Phase 2, in der die Karte beschworen wurde, kannst du eine Zauberkarte abwerfen, um dann eine permanente Zauberkarte aus dem Deck zu setzen. Das finde ich ein interessanter Effekt, und es gibt halt ein paar interessante Zauberkarten, die man dadurch direkt spielen kann. Wie zum Beispiel alle Firefist-Karten oder Wirbelwind für Blackwings. Also ich finde, die Karte hat Potenzial. Und als letzte Karte bei den Commons haben wir Angriff der Monarchen. Du kannst halt ein offenes Tributmonster opfern und dann eine offene Karte halt negieren für diese Runde. Und damit kann man, glaube ich, auch Fallen und Zauberkarten negieren, wenn ich das richtig verstanden habe. Also kannst du zum Beispiel Raigeki und sowas negieren. Oder TT, BTA sowas. Oder Shadow Fusion und so. Also sehr mächtig, wenn es so ist. Kommen wir zu den Rares. Es gibt 20 Rares in dem Set. Und eine der guten Rares ist Krillfort Türme. Klar, kennt, fürchtet, glaube ich, schon jeder. Von Zauber, Fallen und Effekten unberührt. Dann haben wir Satella Knight Sirius. Wenn er beschworen wird, kannst du 5 Satellite-Monster in deinem Griff wählen, zurück ins Deck mischen und eine Karte ziehen. Ich weiß nicht, wie gut der sein wird, weil man eigentlich nicht so oft so viele Monster im Grave hat. Plus 1 ist zwar gut, aber ich weiß nicht, wie oft sein Effekt durchkommen wird. Als letztes haben wir die neuen Abyss-Monster, die rare sind. Beide deren Effekte nicht so stark, also der eine negiert Monster-Effekte für eine Runde, wenn er auf den Grave gelegt wird. Und der andere schickt eine Zauber oder Falle wieder zurück auf die Hand. Kann man vielleicht spielen, aber ich glaube eher nicht. Als nächstes haben wir die Super Rares. 14 sind in dem Set. Dann haben wir zweimal die Cleaport Monster. Vom Effekt her nichts Besonderes, aber werden wahrscheinlich sehr gefragt sein, um das Deck zu bauen. Also auf jeden Fall nicht schlecht, wenn man die zieht. Dann haben wir für mich eine interessante Karte, weil ich früher gerne Gadget, Machina und Gear Machina gezockt habe. Zur Maschinenwesen Megaform. Du kannst ihn opfern, Tributen, um ein Machina-Monster aus deiner Hand oder aus deinem Deck zu specialen. Und wenn der im Grave ist und eine Machina Fortress stirbt, kannst du ihn aus dem Grave specialen. Finde ich cool, dass Machina mal Support bekommt. Habe ich immer gerne gespielt, und hoffentlich hilft es was. Als nächstes haben wir Rettungshamster. Wie wir schon alle wissen, sind Rescue-Monster ziemlich stark und können meistens irgendwas aus dem Deck specialen. So wäre. Hat einen ziemlich langen Effekt, deswegen werde ich jetzt nicht drüber gehen, aber er kann halt zwei Monster aus dem Deck specialen und die sterben halt in der Endrunde. Aber man kann ja damit einfach exceeden. Dann haben wir L Shadow Fusion, Schnellzauberkarte.
Habt ihr wahrscheinlich schon tausendmal gehört, ist bei jedem auf der Top 10 Liste. Ersetzt jetzt sozusagen die Super Poli, die auf 1 gegangen ist. Dann haben wir Feuersee des brennenden Abgrunds, der Ikarus-Angriff für Burning Abyss. Nur noch besser, weil du auswählen kannst, wie viele du zerstörst. Also es ist bis zu 3, nicht genau 3, die du zerstören musst. Zwei Burning Abyss Monster zu haben ist auch nicht schwer. Eine Naturgeld und du hast es. Deswegen ist die Karte übermächtig. Die Karte wird sicher ein, zweimal gespielt, deswegen wird sie wahrscheinlich sehr gefragt sein. Dann haben wir Herold des Bogenlichts. Er kann, wenn du ihn opferst, ein Monster, Zauber- oder Fallenkarte negieren. Wenn er auf den Friedhof geht, kannst du eine Ritualkarte searchen aus deinem Deck. Beides sehr starke Effekte. Aber ich weiß noch nicht genau, wie man das in einem Deck einbringen kann. Als letztes haben wir der erste Drache. Du kannst ihn einfach mit zwei normalen Monstern beschwören, also Fusion. Und sein Effekt ist, dass er nicht durch Kampf zerstört werden kann, außer mit einem normalen Monster. Und er bleibt von den Effekten anderer Monster unberührt. Und wir wissen ja, wie stark solche Effekte sind, wie bei Bilze oder Leo. Auf jeden Fall ein starker Effekt, aber ich wüsste jetzt nicht, wie man ihn so rausbringen könnte, also in welchem Deck. Ja, das waren die Super Rares. Wie ihr sehen könnt, 8 relativ gute, spielbare, brauchbare Super Rares von 14. Das ist nicht schlecht für ein Set. Meistens sind die Super Rares alle nur Crap. Kommen wir zu den Ultra Rares. Da haben wir 10 in dem Set. Und die erste, über die wir gehen werden, ist Denko Sekka. Die ist auch bei jedem auf der Top 10 Liste. Und das zu Recht. So heißt der Effekt, dass, wenn du keine gesetzten Zauber- oder Fallenkarten kontrollierst, kann kein Spieler Zauber- oder Fallenkarten setzen oder gesetzte Zauber- oder Fallenkarten aktivieren. Das heißt auf gut Deutsch gesagt einfach, dass Exodia, Burn und Final Countdown Decks tot sind gegen die. Dann haben wir Giatu, Finsternis des Yangtze, neu. Sein Effekt ist, wenn er das einzige Monster ist, das du kontrollierst, kannst du zwei Yangtze abwerfen von deiner Hand. Und ein Yangtze mit 0 Angriff Special aus deinem Deck. Und eins mit 0 Defense. Ich kenne mich mit Yangtze jetzt nicht so gut aus, aber ich nehme an, der Effekt ist ziemlich gut, weil du damit halt instant synchronisieren kannst. Anstatt dass du dein Feld erstmal aufbauen musst und warten musst, bis der Monster zerstört wird. Dann kannst du dir was suchen und dann musst du halt eine Runde warten, bis du irgendwas machen kannst. Und so kannst du es sofort machen. Und das Deck kriegt halt ein bisschen Speed, aber ich weiß nicht, ob das reicht, um das Deck competitive zu machen. Als nächstes haben wir Sabok, den Mega Monarch. Sein Effekt ist eigentlich voll scheiße, aber das Gute ist, dass er ultra rare ist. Heißt, dass er nicht secret rare ist. In den vorherigen Boostern war es ja halt immer so, dass die Mega Monarchen alle secret rare waren. Und die gehen halt für nichts weg. Das heißt, wenn du den gezogen hast, war das total Minus. Das kann halt in dieser Edition nicht passieren, weil er ultra rare ist. Also ein kleiner Tipp für alle, die sich ein Display oder ein Case kaufen wollen. Dann haben wir den neuen Burning Abyss Tuner. Kann nichts Besonderes, aber er ist halt der Tuner und jeder Burning Abyss Spieler wird den wahrscheinlich brauchen. Deswegen auf jeden Fall sehr gefragt und gut, wenn man ihn zieht. Genau dasselbe wie bei Cleaport Kundschafter. Er ist halt der Searcher des Decks. Die Schlüsselkarte braucht man dreimal, um das Deck überhaupt zu spielen. Also wird wahrscheinlich die teuerste Karte von dem Deck sein. Und auf jeden Fall sehr gut, wenn man den zieht. Als letztes haben wir ein neues Exceed für Satella Knight. Klasse Effekt. Wenn er beschoren wird, ist er wie eine Riesentornade für das ganze Feld. Und er kann eine Handkarte vom Gegner discarden. Und wenn er zerstört wird, kann er sogar noch ein Satella Knight Monster beschwören. Also sehr starker Effekt. Und auch wie die anderen Karten hier, muss man den ein bis zweimal spielen. Sprich, der wird auch sehr gefragt sein. Also wie ihr schon sehen könnt, die Ultra Rares sind auch alle sehr gut. Und vor allem auch sehr brauchbar. Das heißt, die kriegt man schnell wieder los, wenn man irgendwas von denen zieht. Als letztes haben wir die Secret Rares. Da sind alle gut, abgesehen von einem, was sehr selten ist. Also sprich, wenn man ein Display oder Case kauft, hat man sehr hohe Chancen, was Gutes zu ziehen. Als erstes haben wir Solemn Scolding. Du kannst die Karte nur aktivieren, wenn sie die einzige Setkarte in deiner Backrow ist. Und du musst 3000 Lebenspunkte bezahlen und kannst dafür eine Zauber-, Falle- oder Monster-Effekt negieren. Die Karte wird meiner Meinung nach, glaube ich, unterschätzt. Weil viele denken, dass sie nichts kann, weil sie die einzige hinten sein muss, damit du sie aktivieren kannst. Und es reicht halt nicht, um den Gegner zu stoppen. Aber man kann ja immer noch seine ganzen Fallenkarten setzen und die dann halt langsam verbrauchen und die halt dann als letztes aktivieren. Und früher, als Solemn Judgment auf 1 war, gab es viele Decks, die halt nur Solemn Judgment als einzige Falle gespielt haben, weil die so stark war. Und das ist halt eigentlich genau dasselbe. Und es reicht halt, wenn man einen Schlüsselplay negiert. So meiner Meinung nach sehr starke Karte. Als nächstes haben wir Creeper Scheibe. Der ist auch nicht schlecht. Der wird auch sehr gefragt sein, um das Deck zu bauen.
Also kann ich schauen, den zu ziehen. Dann haben wir Virgil, klar, gehypteste Cut bei jedem Top 3 aus dem Set. Muss ich, glaube ich, nicht mehr viel dazu sagen. Wird wahrscheinlich die teuerste Cut aus dem Set sein. Also versucht euch die ranzuholen. Dann haben wir Finsterer Rebellions XYZ Drache. Viele haben den in der Top 10 und finden den gut. Also ich habe keine Ahnung wieso, also ich finde den total scheiße. Er kann nichts entfernen, er kann nichts zerstören, er kann nichts wieder reinmischen. Er kann nur ATK ändern, um Schaden zu machen durch Kampf. Und wir wissen alle, Kampf ist das Schwächste, was es geht in Yu-Gi-Oh! Weil die Effekte von den Monstern viel zu stark geworden sind. Deswegen finde ich den vollkommen überschätzt. Also wenn ihr den zieht, würde ich euch raten, ihn so schnell wie möglich zu verkaufen, bevor Leute checken, wie scheiße der ist. Dann haben wir Yasi, Übel des Yangtze. Der ist zwar nicht schlecht, aber weil Yangtze nicht so viel gespielt wird, wird er, glaube ich, nicht viel gehen. Also er ist, glaube ich, die zweitschlechteste Secret Rare aus dem Set. Dann die letzten zwei Secret Rares sind die neuen Shadow-Fusionen, Feuer und Erde. Wie jeder wahrscheinlich schon weiß, sind die ziemlich stark, können alles negieren und werden wahrscheinlich sehr gefragt sein. Vor allem Erde, Shikinaga. Und wie ihr sehen könnt, alles ziemlich gute Secret Rares. Lohnt sich auf jeden Fall, das Set zu kaufen. Ja, und das war's auch schon mit meiner Review-Analyse. Ich hoffe, ich konnte euch helfen, einen kleinen Überblick zu verschaffen über das Set. Welche Karten spielbar sind, welche brauchbar sind, welche halt gefragt sind zum Verkaufen, Tauschen. Ja, das war's auch schon von meiner Seite. Und ciao.